Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten in den Sonntag mit einem riesen Mappen-Update. Leute, ich habe alle meine Champions League-Karten sortiert, alle meine Champions League-Europa League-Karten 2021 von der neuen Matchstacks-Saison. Das ist einmal dieser Stapel und ich habe noch einen riesigen Stapel und ich werde heute alle einsortieren, Leute. Alle Karten, die ich von der Champions League-Matchstack-Serie ausgepackt habe, werde ich heute in einem riesen Mappen-Update einsortieren. Hier ist das Album. Das Album sieht einfach, also das Design vom Album, mega nice. Mbappé, Kroos, Messi, Haaland, Lewandowski, Pogba. Habt ihr gestern den Haaland-Sprint gesehen? Habt ihr übrigens gestern den Hertha-Sieg gesehen? Ich trage das Trikot hier heute mit Stolz. Letzte Woche habe ich es auch schon mit Stolz getragen, auch wenn ja, Hertha im DFB-Pokal rausgeflogen ist. Das ist ja, sage ich mal, wichtig. Man soll nicht immer... man ist Fan, weil man den Verein liebt. Und man ist nicht Fan, weil man Siege sehen möchte. Klar, Siege sind immer schön, klar, aber man geht in einen, oder man ist Fan in guten wie in schlechten Zeiten. So kann man sagen. Und ich habe die ganze Zeit hier irgendwas im Auge, Mann. Ich glaube, eine Wimper ist das hier. Mann, das kann doch nicht sein. Übrigens, der Gewinner vom Gewinnspiel, vom Champions League Matchstacks Gewinnspiel, ist der Historia X. Blende ich jetzt hier ein, seinen Kommentar. Glückwunsch an dich, bitte melde dich unten in den Kommentaren bei mir mit deinem Instagram-Namen und wenn du kein Instagram hast, dann halt mit deiner E-Mail-Adresse, dass ich da ja mit dir in Kontakt aufnehmen kann und dich dann so mit ja, deinen Gewinn zuschicken kann und dich kontaktieren kann. Adresse, bam, bam, brauche ich ja, um dir den Gewinn zuschicken zu können. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern Leute, mit der Kamera da oben kann ich endlich so geile Mappen-Updates aufnehmen. Ne? Es ist einfach so wunderbar, es ist alles perfekt drauf und wir starten mit Real Madrid. Dennis, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, Dennis, wie weißt du, wie du einsortierst? Es gibt im Topps Online Shop eine Checklist, die man sich angucken kann. Und da fängt es mit Real Madrid an. Und pro Verein gibt es, ja, wie viele gibt es eigentlich pro Verein? Und das weiß ich jetzt nämlich nicht. Oh, das ist belastend. Das ist belastend. Wie viele Karten? 18, ne? Weil Real Madrid 18, ich muss aber da nochmal nachgucken. Ja, ich war richtig. Also können wir, ja, ich habe die jetzt nicht sortiert, sondern ich habe die sortiert nach Vereinen, nicht nach den Nummern. Und die Karten muss man ja hier von der Seite einsortieren. Also ihr könnt einfach die Map-Updates hier bei mir gucken und dann seht ihr, wie ihr die Karten einsortieren müsst. Carvajal mit der 5. Dann haben wir hier Luka Modric hat die 3. Wieso hat denn Luka Modric die 3 oder bin ich lost? Rea? Nee. Rea 4, Courtois die 4? Wieso geht das so? Nee. Doch, das könnte so rumgehen. Nee, macht auch keinen Sinn. Die 8 hat dann Eder Militao. Uno momento. Mach ich hier was falsch oder? Die 4, 3? Nee, macht ja auch keinen Sinn, wenn man es anders einsortiert. Wenn man es so einsortiert, dann macht es ja auch keinen Sinn, denn es ist ja... Dann ist Courtois da. Modric da. Oder warte mal. Es sind nur die Nummern. Wenn man vielleicht so runter einsortiert. Wer ist die Nummer 2? Nummer 2 ist Ramos. Könnte sein, Leute, hier Pfeifett. Also man muss es vielleicht komplett komisch einsortieren hier, die Serie. Ah, das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. Dann ist die 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Die 12 ist nicht auf der Seite. Andere Seite, andere Seite. Die 9 haben wir dann hier unten, ist Marcelo. Macht das jetzt mehr Sinn? Es macht auf jeden Fall mehr Sinn, dass Thibaut Courtois dann direkt neben dem Logo ist. Dann die 7. Die 7 kommt dann... Mongdi, doch, ich glaube, das muss so einsortieren werden. Ansonsten macht es ja keinen Sinn, dass Luka Modric da oben rechts ist, Leute. Also ich mache das jetzt so. Wenn das falsch ist, es gibt gar keine richtig und falsch, weil es gibt keine Anleitung, wie man die einsortieren muss. Deswegen, und welche Nummer fehlt mir jetzt? Jetzt fehlt mir die 6, aber die 6 habe ich gar nicht. Die 1 ist doppelt, Militao ist doppelt. Also ich hoffe, ihr habt heute Zeit mitgebracht, weil ich werde heute alle... Ne, die 6 habe ich doch. Rafael Varane. Ja, macht aber genauso wenig Sinn, weil Modric ist jetzt da unten. Keine Ahnung, wer sich bei Tops gedacht hat, Modric kriegt die 3.
Ich sortiere es jetzt aber weiter so ein, dass ich 1, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So mache ich es, Leute. Es wird mal ganz anders einsortiert hier beim Packs United. Aber wir ziehen das so durch. Die sind doppelt. Die kann ich direkt auf den doppelten Stapel legen. Mongi. So, das heißt 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kommt denn hier oben hin? 16. Man muss es ja alles dann von der Seite einsortieren. 16. 18. Hier unten rechts Benzema. Dann 17 habe ich leider nicht. Casemiro ist doppelt. Dann habe ich hier noch 4. Also die 10, 11, 12. Groß hier unten. Dann die 11 darüber. Bam, 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 bam. Die 13. 12, 13. Zack, irgendwie komme ich mit dieser Reihenfolge so durcheinander, wenn ich von oben nach unten einsortiere. No joke. Ich glaube, ich sortiere einfach wieder ganz normal ein. Dann ist mir auch egal, wenn da jetzt ein Messi auf in der Mitte oder so ist. Aber irgendwie komme ich damit durcheinander, Leute. Wieso lässt man nicht alles so, wie es ist? Barcelona-Logo so 1. Ich mache das jetzt so. Die 2, Piqué, warte mal. Es würde ja Sinn machen, wenn Ter Stegen ist wieder auf der 4. Und Ter Stegen macht ja... Warte, wenn Ter Stegen da ist, könnte es vielleicht doch Sinn machen. Ich sortiere das jetzt so ein, Leute. Also 1, so wie man es kennt. Ich mache das ganz normal jetzt hier. Gar keinen Bock drauf. Heute wieder die Sammel... Leute, bei Tops hat man sich gedacht, heute wieder die Sammelmappen komplett... heute wieder die Karten bei den Sammelmappen komplett komisch sortieren. Gar keinen Bock. So. Semedo mit der 6. Dann haben wir die 3 mit Arturo Vidal. Ja. Arturo Vidal da oben rechts. Macht auf jeden Fall Sinn. Dann haben wir Umtiti mit der 8. Oder muss man sich die Seiten... Ach, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich glaube, dass so wie ich Real Madrid einsortiert habe, war eigentlich schon richtiger. Wenn man das so sagen mag. Busquets. Aber egal. Ich mache das jetzt so. Busquets doppelt. Zack. Dann fehlt mir hier noch die 5 und die 7. Die 5 und die 7 habe ich aber beide nicht. So, dann die 10. 11, 12, 13, 14, 15 kommt dann dahin. 15, 11, 12. 11, 12, 14 in der Mitte. Das von der Seite einsortieren finde ich gar nicht so verkehrt. Bin ich ganz ehrlich, aber irgendwie auch ungewohnt. Aber das war ja, ist ja jetzt nicht zum ersten Mal. Das war ja schon letztes Jahr. So, Messi, Roberto, De Jong habe ich noch nicht einsortiert. Der kommt da oben noch in die Mitte. Also ich habe ja bei weitem noch nicht alle Karten. Ist auch klar, da fehlen mir noch ein paar. Bei Real Madrid seht ihr, sind 3 Lücken da. Hier bei Barca sind 2 vorne, 2 hinten. Und wir machen weiter mit Atletico Madrid. Mit der Nummer 1. Dann haben wir die 10 und die 10 ist ja... Die Karte hier, kann ich mir direkt merken. Dann Thomas Neymar, 13, 10, 11, 12, 13. Leute, Pfeif hätte ich sortiert direkt vorne mit so ein. 13, 14, 15. Dann die Nummer 2, Koke da oben. Club oder Club Hero, ist der Club Hero immer da oben? Oder so? Ah, ich hab's, Leute, ich bin lost, glaube ich. Jetzt macht's auch Sinn, jetzt macht's auch Sinn. Bevor ihr jetzt schon Hate-Kommentare geschrieben habt, es macht Sinn. Club Hibo kommt als erstes, dann der Allrounder und dann der Torhüter. Okay, macht Sinn. Ich habe hier Real Madrid habe ich falsch ansortiert. Aber auf Ehrenbruder-Basis lasse ich das so. Huch, die 9. Leute, ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt hatte. Ich nehme alles zurück. Jetzt macht auch die 4 von Dings Sinn. Aber ich war so durcheinander, dass auf einmal der Keeper da ist und nicht da normalerweise. Also normalerweise ist ja der Keeper immer der erste Spieler. Und deswegen war ich so durcheinander. Aber jetzt wissen wir ja alles, wie es richtig ist. Huch, die 7. Das ist mir ein bisschen unangenehm jetzt. Aber ich mache einfach weiter. Oblak doppelt. Legitio doppelt. Die 16 müsste hier unten sein. Dann haben wir die 7 doppelt. 17... Die 3 Herrera, ja, das macht Sinn. Allrounder und Club Hero.
Und dann haben wir hier Hermoso mit der 6 da noch hin. Bedeutet von Atletico Madrid fehlen mir 4 Karten. Wir kommen zum FC Liverpool mit dem Logo. Ich wollte schon sagen, mit keinem Logo. Aber ein Glück ist es am Start hier. Die 6 Arnold. 10, 11, 12, 13, 14 in der Mitte. In der Middle Lower Street. Dann die der Clubheld ist Origi. Dann Gomez mit der 7. Joe Gomez. Also ich finde das Kartendesign definitiv richtig nice. Die 11, 10, 10, 11. So in der Mitte. Die 9 ist Virgil van Dijk, Mikey. Also man muss halt, das sind die quasi die Abwehr. Ah, Leute, es tut mir leid für den Fail hier am Anfang. Wahrscheinlich, wenn ihr auch die Karten schon habt, wart ihr wahrscheinlich auch am Anfang durcheinander, ne? Warum? Das hat irgendwie für mich keinen Sinn gemacht. Immer, es war in jeder Serie immer der Keeper die erste Karte. Und hier auf einmal nicht. Das geht auch nicht. Ich komme mit Veränderungen nicht klar. Robertson doppelt. Dann haben wir den Allrounder Jordan Henderson. Das bedeutet, mir fehlt hier vorne die 8. Hier hinten kommt die 18 noch ins Heftchen. Hier. Na, die 18. So. So, Lele. Dann die 15. War das richtig? Ja, das war richtig. Die 10. Zack. 13 und 17. Oh Leute, das sieht gut aus. Okay, die 11 habe ich zwar doppelt, aber trotzdem nur 2 Karten von Liverpool, die nicht am Fizzle sind. 17 und die 13. Zack, 2 Liverpooler. 2 Liverpooler. Ihr habt da wahrscheinlich schon die, von mir auch gehört im Unboxing. Es gibt leider keine Italien-Karten. Also es gibt kein Juventus, es gibt kein AC Mailand, Rom, nix da. Nix am Start. Was sehr, sehr schade ist und für mich gehören einfach, für mich gehören natürlich die italienischen Clubs auch zu einer Champions League-Serie mit dazu. Also ist natürlich, ja, schade. Liegt natürlich daran, dass ja, Topps die Rechte nicht hat für diese Serien. Warum auch immer. 11, 12, 13, 14, 15. Aguero. Ja. Dann 15. 10, 11, 12. Bernardo Silva. 14. Dor. Wenn Jesus die 14 ist, wer da denn? Alter, wer ist denn da noch bei 17 und so? 7 habe ich schon. Dann die 11. Ist dann der mittlere Spieler. Jesus doppelt. Also ihr seht, natürlich sind auch einige Doppelte hier am Start. Fernandinho, Ederson doppelt. John Stones doppelt. Aguero, Fernandinho, Gündogan 10. 11, 12. 12, 12, 12. Hä, 12? Nee, das ist 2. Ja, Moinski, Alter. Ich habe gedacht, doppelt. Es sieht dann wirklich aus, als würde es eine 12 sein, ne? Und dann kommt hier die 10. Den habe ich aber doppelt. Der Gündoganchen und Aguero auch doppelt. Also Man City sieht gar nicht gut aus. 3 vorne und 4 sogar hinten, die fehlen. Vielleicht sieht es mit dem anderen Manchester Club besser aus. Mit Manchester United. Ich habe mich heute einfach mal entschieden, ein Riesenmappen-Update zu machen, Leute. Und kein... nicht aufzugliedern die ersten 100 Karten. Dann, keine Ahnung, die 100 bis 200, sondern ich mache hier einfach mal einen riesen Mappen-Update mit der Champions League Matchday Serie. Heute ist sowieso Sonntag, da habt ihr ja eine Menge Zeit, sage ich mal. Und deswegen mache ich hier einen riesen Mappen-Update. Je nachdem, wann ihr das Video guckt, vielleicht guckt ihr das Video auch am Montag oder am Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Genau. Huch. 10, 11, 12, 13. Matic. Dann 13, 14, 15. Club Hero 2, der Rashy Rashford. Also das Logo ist auf jeden Fall nicht am Start. Das fehlt mir leider. Juan Mata. Pereira war noch nicht. Und der kommt da oben hin.
So, Fred mit der 10. Habe ich die 11 auch? Jawolski, Pogbachchen, Allrounder kommt vorne hin. Das muss ich mir jetzt einbringen, Leute. Club Hero und Allrounder vorne. Dann 7 habe ich. Matic mit der 13 habe ich. Dann Matic nochmal. Lindelöf, Pogba habe ich hier am Start. Und Lindelöf ist, glaube ich, vorne noch nicht drin. Zweimal habe ich ihn aber. Zack, bedeutet 2 vorne und 3 hinten. Also es wird immer schlimmer mit den Lücken hier. Die ganzen Powerkarten, die kommen heute natürlich auch. Wenn ich Riesenmappen-Update sage, dann meine ich auch Riesenmappen-Update, Jungs. Und Mädels. Chelsea-Logo. 15 müsste hier sein. Timo Werner, das habe ich schon gelernt, Leute. Dass da die 15 ist. Club Hivo ist dann die erste Karte, ist aber auch doppelt. Rüdiger mit, ja, Kurt Zuma mit der 7. Rüdiger kommt hier als nächste Karte, das ist nämlich die 5. Dann die 14. Mason Mount die 10. 10 muss ich immer nachgucken, die 10 ist da, Dödeldön. Jetzt merkt ihr das doch mal. Merkt ihr das doch mal, Jung. Loftus Schick 12. 12, 12, 12, 12, 12. Die ganzen deutschen Clubs kommen natürlich auch. Dortmund, Bayern, Gladbach müssten. Ist noch ein anderer deutscher Club drin? Ich glaube nicht, ne? 17 ist immer in der Mitte unten. Ivo doppelt. Hudson-Odoi mit der 13. Der kommt dann in diese Lücke mit rein. 18, 18, 18. Ist falsch. Da ist die 18. Huch. Die 8 Kanté habe ich auch noch nicht. N'Golo Kanté, der Staubsauger, möchte nicht rein. Doch, jetzt ist er drin. Die 8 Kanté doppelt. Allrounder. Allrounder. Kovacic. Ich hätte eher gesagt Allrounder. Obwohl Allrounder ist jetzt auch nicht so wirklich ein Kanté. Aber ja, keine Ahnung. Aber ich finde, da gibt es andere Allrounder bei Chelsea. Christian Pulisic auch noch am Start. Also Chelsea sieht gut aus. Da fehlen nur vorne 2 Karten und hinten nicht eine Korde. So, wir kommen zum nächsten englischen Club. Also englische Clubs sind en masse dabei. Ja, und nicht ein italienischer Club. Das ist ja ein dicker Minuspunkt an der Serie. Aber designtechnisch alles top. Definitiv. 14, 16, 15, 14. Macht das Sinn? 10, 11, 12, 13, 14. Macht Sinn. Dann habe ich hier die 18 mit Jamie Vardy-Party. Die 7 Leicester. Jetzt wäre die Karte fast runtergefallen, aber ein Glück habe ich eine Reaktion wie Dedrick Boyata, Junge. Oder wie Alexander Schwolo. Nummer 10. Mondi. Danach kommt übrigens noch ein englischer Club. 15. 15 kommt dahin. Richtig. Dann. Das ist die 5. Ey, manchmal erkenne ich die Zahlen da nicht, weil da ein I daneben ist, Leicester, L-E-I, und dann denke ich, das I ist eine 1. 14, Gray. Gray ist doppelt. Dann die 16, Iheanacho, auch schon einsortiert. Die 6 mit Tsuyunchu. Die 2 ist der Clubheld, oder der Clubhero besser gesagt. Wes Morgan, Club Hero doppelt. Christian Fuchs, die 9. Na, also manchmal ist es hier echt so blöd von der Seite einzusortieren. Die 7, ich bin ja lost. Die 7 ist da natürlich da. Ich habe mich schon gewundert. Hä, 8, aber der ist ja ein anderer Spieler. Hier, Chilwell ist 8. 8, die macht die, aber spielt ja jetzt bei Chelsea. Der anderen Seite. Und die 13. Und die 13 habe ich noch nicht, Dennis Prätimäti. Erste Seite vollständig, zweite Seite fehlen mir 3 Karten. Und wir kommen zu den Tottenham Hotspurs. Übrigens, da habe ich, also danach kommen die Bayern und da habe ich auch nicht das Logo, also von Tottenham habe ich leider nicht das Logo. 9, doppelt, dann habe ich, das ist die 7, ja. Junge, Junge. Bei Tottenham ist es wieder genauso, Alter. Das T sieht aus wie eine 1. So gefühlt. 9. 10. So, dann 9 doppelt. Wie oft habe ich denn die 9? 10, 11, 10.
12. Der Ellie ist auf dieser Position, die Pepperoni. Erik Dyer, und wieso ist denn jetzt... Da bin ich blöd. Lori hat jetzt die 2. Und wo sind die Helden hin? Es gibt keine Helden von Tottenham oder was? Wollt ihr mich jetzt komplett hops nehmen? Ich glaube, Tops möchte mich komplett hops nehmen, die 5. Aber Lori ist wirklich die 2, ihr seht's. Lori ist die 2, also muss Lori da hin. Hä? Ich habe auch keine Heldenkarte gezogen und keinen Allrounder von Tottenham. Gibt es da keinen? Alter, was ist das denn hier? 10, 3, Davis. Also das ist jetzt echt crazy. Die 3 kommt da hin. Habe ich die 4? Ne, habe ich nicht. Ich habe aber die 7 ist doppelt. Bergwijn ist auch zweimal am Start. Die 10 habe ich schon einsortiert. Sissoko. Dann die 13, 14, 15. Also das ist wirklich crazy jetzt hier mit Tottenham. Gibt es vielleicht nur Tottenham? Warte mal. Tottenham. Von Tottenham gibt es nur 16 Karten. Also das ist auch schon wieder crazy, ne? Wieso macht man denn von einem Club weniger Karten? Es macht einfach keinen Sinn. Jetzt habe ich hier nämlich bei Tottenham, das ist das ganz große Theater, was ich jetzt habe. Jetzt habe ich bei Tottenham... Millionen, ne? Für den FC Liverpool, für Pool, für Kloppo. Dann haben wir Dortmund und ich habe vorhin Leipzig unterschlagen. Leipzig gibt es noch, dann kommen noch die Gladbacher, Paris kommt noch, Benfica, Zenit und dann sind wir schon fast bei den Powerkarten, Jungs und Mädels. Und bei den Powerkarten wird es natürlich richtig interessant. Das wird sehr, sehr nice. So, Dortmund Logo. Dann habe ich einen Akanji. 10, 11, 12, Emre Can. 11 Witzel, 11 doppelt, 11 doppelt, dann die 8 Marcel Schmelle, 12, 13, Mats Hummels hat die Haare schön, er hat die Haare schön, er hat die Haare schön, er hat die Haare schön, 16, dann haben wir die 10, Jungs, Alter, es läuft, Leute, ich merke mir die Zahlen, wo die hin müssen. Schmelzer, Thomas Delaney, 14. Okay, da muss ich nachgucken. 14 ist immer so. 14 ist in der Mitte. 14 ist Mitte, Mitte. Jetzt merke ich mir, Leute. Mitte, Mitte. Man muss sich immer so Brücken bauen. Mitte, Mitte. 14 weiß ich jetzt, wo die hinkommt. Weiß ich direkt. Auch bei den nächsten Clubs. Ich muss nicht mehr nachgucken bei der 14. Da kann sie doppelt. Roman Bürki mit der 4. Piszczek doppelt. Nico Schulz mit der 7. Und Piszczek. Ich habe keinen Club hier und keinen Allrounder. Aber es ist richtig. 4 Borussia Dortmund, Roman Bürki. So. Dann haben wir
die Leipziger. Und da gibt es Club Heroes und das ist nämlich Yusuf Paulsen. Und Yusuf Paulsen, finde ich, ist ein richtig geiler Fußballer. Peter Gulagi. 14, Kevin Campbell, 14 ist Mitte. Ja. 14, 15, 16. Dann 10, 11 in der Mitte. Das ist die 6 Konaté. Marcel Sabitzer. Wieso ist denn der nicht als Allrounder? Der ist doch der Allrounder schlechthin, der schlecht weg, schlechthin. Die 2, zack, Leipzig-Logo am Start. Und wer ist der Allrounder, bitteschön? Habe ich den? Allrounder ist Leimer. Okay. Ich mach nicht die Karten. Oh Leute, das wäre mal so geil, als, ja, ne, wenn ich mal so eine Kartenserie mit designen oder nicht mit designen. Und das Design können andere machen, aber so. Karten. Hier bleiben zwei frei. Ich habe gerade nachgeguckt in der schlauen Liste. Ich gucke jetzt, Paris gibt's 18, okay. Paris gibt's wieder 18. Wahrscheinlich, Leute, das kommt auch noch hinzu, passt auf. Wahrscheinlich hat das Sammelalbum nicht mehr Platz für alle Karten. Das wär's. 10, 11, 12, 13. Julian Draxler hier. Dann die 18. 13, ja. 14, 15, 16, 17, 18. Ja, macht Sinn. 10, 11, dann 15. Hey, rein da! Thilo Kehrer mit der 5. Thilo Kehrer auch ein geiler Fußballer aus meiner Sicht. Die 2, Marquinhos als Clubheld. Keylor Navas als Keeper. Icardi war doppelt. Hector Herrera 10. Zack. Die 7, Leute, es geht so schnell jetzt, ne? Am Anfang war ich noch lost mit den Karten einsortieren, aber jetzt weiß ich alles, wo die Karten hin müssen. 10, 11, ist der schon drin? Ja, Gouillet ist schon am Start hier. 12 ist aber noch nicht am Start. Dann Gouillet doppelt, Logo doppelt, Baker und Paredes 12 doppelt und die 7 habe ich auch schon. Also Paris 3 vorne und 3 hinten.
Marcel gibt's aber safe nicht, 18. Marcel? Ja moin, Alter, Marcel gibt's 10 Karten. 10 Karten? Hallo? Wer arbeitet bei Tops? Hallöchen? Ja, dann Tops? Wieso 10 Karten? Es sind 9 auf einer Seite. Wieso macht man denn nicht nur 9? Wieso lässt man dann hier nicht einen, keine Ahnung, so ein Kaletta K weg oder so? Also das verstehe ich, das ist schon wieder komplett crazy mazy. 8. Dann habe ich hier die 4. Mandanda doppelt, Kaletta K doppelt. Kamara mit der 3 und die 5. Bedeutet, die 7 fehlt derzeit noch und die 10. Und die 10, wer ist es? Valere Germain oder so ähnlich. Dann kommt als nächstes Benfica Lissabon und von Benfica gibt es wieder 18 Karten. Gibt es von einem Verein auch nur noch Istanbul. Ich kann Istanbul. Komm Jungs, normalerweise kommt Istanbul eigentlich viel später, aber da es von Istanbul nur 5 Karten gibt, so wie das in der Checklist steht, sortiere ich Istanbul einfach hier schon mit. ...1,98, 99 oder 2 Meter groß sogar, glaube ich. Dann haben wir die 8 mit Pizzi, die 5 mit Diaz, die 2 als Club Hibo, der gute Grimaldo, Tarabt, 16, 14 in der Mitte, Club Hibo Doppel-D. Die 7. Also ich würde echt mal, mich würde es mal interessieren, wie man so ein Album aufbaut. Oder ob man die Karten designt und dann sich denkt, oh, von wem hat man die Rechte oder von wem hat man Bilder, von wem kann man was verwenden. Und dann so ein erstes Album. Aber man muss doch beides so im Blick haben, finde ich. Und dieses Album ist schon wieder perfekt. Das ist einfach ein Album. Es hört sich jetzt hart an, aber es ist einfach die, auch die Wahrheit, finde ich. Und ich finde, man sollte halt auch solche Alben mit Herzblut machen, weil für die Sammler ist es, ich bin halt ein Sammler seit der ersten Sekunde quasi, und für mich als Sammler ist das halt wirklich nervig, wenn es von Istanbul 5 Karten gibt. Man weiß doch, dass in einem Album 9 Karten auf einer Seite mindestens hinkommen. Und dann könnte man das ja bei solchen Vereinen, wo es nicht so viele gute Spieler gibt, sage ich mal, gut in Anführungsstrichen, könnte man ja 9 Karten machen. Von Beşiktaş 9, von Marseille 9, dass man trotzdem quasi 9 auf einer Seite hat, dass es gut aussieht, wisst ihr? Von den guten dann 18, so wie man es gemacht hat, aber dann halt von manchen 16, von manchen 5. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Genau, so, dann haben wir nach Benfica kommt Zenit St. Petersburg und da geht das Theater leider weiter. Weil von Zenit St. Petersburg gibt es, haltet euch fest, 10 Karten. So, die 3 hier oben. Dann haben wir die 2. Das Logo ist bis jetzt noch nicht in den Packs gewesen bei mir. Odstojew 2. Dann haben wir die 8 mit Barrios.
Dann die 10 kommt auf der anderen Seite hin, also da oben. Ich hoffe, da kommt noch ein Verein. Club Brugge 10. Rangers hat 12. Donetsk hat 9. Muss ich eine Seite komplett freilassen, so wie das aussieht. Oder? Ich muss gleich nochmal gucken. 5. Dann haben wir... Die 6 ist der Keeper. Wieso da der Keeper kommt, ist auch schon wieder eine Frage. Und der ist doppelt. So. Aufpassen. Hier ist Ende mit Zenit St. Petersburg. Dann kommt Brügge mit 10 Karten. Bedeutet 8. Hier würde man aufhören. Die 11 habe ich die auch noch. Ja, habe ich. Das ist Griffiths. Zu Griffiths hatte ich euch schon mal eine Story erzählt. Ne? Griffiths, FIFA 14, FIFA 13 oder so. Hatte ich irgendwie eine Lust auf so ein schottisches Team und habe damit komplett rasiert in Ultimate Team. 10 und 12 habe ich doppelt. Also von Celtic fehlen 2 Karten. So, jetzt kommt Rangers. Das ist der letzte Club, sage ich mal. Danach geht es dann ja mit den Powerkarten weiter. Und ich hoffe, Powerkarten habe ich mir noch nicht genauer angeschaut. Ich hoffe, dass es da gute Einsortiermöglichkeiten gibt bei den Powerkarten. Das habe ich jetzt schön formuliert, ne? So, 3. Nummer 4, McGregor.
der Keeper. Und wenn da die 4 ist, dann 7. 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7. 8, 9, 10, 11. Aber dann, achso, dann hört die letzte hier unten in der Mitte auf. Hier, 12. Das ist die letzte Karte von den Rangers. Das geht ja, wenn eine Lücke da unten ist, dann passt das ja so halbwegs. Die 3, habe ich auch schon einsortiert. Die 9 noch nicht, die kommt in der Mitte hin. Dann die 9 habe ich doppelt und die 6 oben in der Mitte. Das heißt, von den Rangers fehlen auch noch 1, 2, 3 Karten. So, dann starte ich hier mit den Powerkarten. Es gibt Star Player, gibt es 16. Von den Rising Star gibt es auch 16. Bedeutet, man hat auf jeden Fall keine Seite voll. So, Starspieler. Das sind alle meine Starspieler. Wahrscheinlich einige auch doppelt. Oh, jetzt kann ich das fast gar nicht erkennen, weil die so richtig glitzern. Ndidi. Dann 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also man hört quasi hier unten auf. Dann also 14. 13, 12 ist Zumba Neymar. So, Serge Gnabry mit der 10. Ter Stegen hat die 1. Das ist auch schon mal gut. Ein Starspieler-Torhüter ist die 1. Stabil. Stabilo. Dann habe ich. Leute, die Zahlen sind echt so schwer zu erkennen. Ist auch schon abends, wo ich hier dieses Video aufnehme. Etwas später abends. Ich kann das gar nicht mehr richtig erkennen hier. 13. 13, 13. Dorhin. 15. Dorhin. Ja, moin. Die 9. Der Rashi Rashford. So, dann habe ich hier ein Serge Gnabry doppelt. Die 6. Sabitzer. Die 8. Also ich glaube, so viele Karten, die ich noch in der Hand habe, könnten wir die Starspieler auf jeden Fall voll bekommen. Die 11. Hinten ist schon voll, Alter. Bedeutet, es fehlt nur noch die 4 und die 5. Die 4, Mann, kommt als... Nee, die 2 fehlt auch noch. Die 2 fehlt auch noch. Manchmal ist es echt schwer, das einzusortieren. Die 5, Salah. Also jetzt nur noch die 2. Komm, gönn. Gönn, gönn, gönn. Hans hier, Vanaken ist ja schon drin. Ja, okay. Die 2. 2, 2, 2. Bitte sei am Start, bitte sei am Start, bitte sei am Start. Weil ich muss die Karten so komisch halten hier. Weil ich es gar nicht richtig selbst erkenne. Die 2, Benzema. Bam, Junge. Sehr nice. Guck mal, wie viele Starspieler ich doppelt habe hier. Ja, Moinski. So, dann kommen die Rising Stars. Ich sortiere die jetzt einfach danach ein. Obwohl dann 11. Dann ende ich ja hier quasi. Und danach kommen die Man of the Match. Und da gibt es 27. Ich sortiere es einfach so nach und nach ein, Jungs. Was soll's. Also hier die 1. Ansu Fati. Habe ich die 2 wenigstens schon am Start hier? Also egal, mache ich dann. Also 2, 3, 4. Dann die 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist hier Joshua Zirkzee. Das sind die Rising Stars. Richtig nice, Leute, dass es einen Zirkzee gibt. Hier in der Matchdeck-Serie. Die 3 Lodi. Also Rising Star quasi die Future Stars. So kann man es auch nennen. Giovanni Reyna vom BVB. Dann die 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16. In der Mitte hört es auf. 16. Wer ist das hier? Das ist der James und das ist die 8, ne? Also die Zahlen, also heute habe ich ein Zahlenproblem hier, Jungs. Und Mädels, ein Zahlenproblemchen, die 5. Da oben. Dann die 14. 14, 14. 15, 14 da oben rechts, also links aus dieser Sicht. 12, 14 ist da denn somit. Immer Tyler Adams mit der 6. 5, 6. So, und jetzt fehlt ja nur noch die 2. Die 7 hier mit dem Leicester-Spieler. Barnes. 13, Benes.
Oben Mitte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann 14, 15 da unten. Die 2 haben wir hier, Rodrigo. Auch die Lücke haben wir geschlossen. Und jetzt fehlen nur noch, glaube ich, 2 Karten, ne? Ich glaube, das sieht auch gut aus, so viele Karten, die ich noch in der Hand halte. Also Powerkarten läuft bei uns. 9. 9 und welche Zahl noch? Dann kann ich beide nachgucken. 9 und 15. 9 und 15. 9 Greenwood. Und 15 hier. 4 Pong. Bam. Zack, Mason Greenwood im Heft. Und der Celtic-Spieler kommt hier auf diese Position. So, wenn jetzt 27 rein müssen noch, ne? Dann sind ja quasi hier 4 weg. Dann sind es noch 23, 18, 18, 4 weg, sind 22, 18, 5. Und dann kommt das hier in der Mitte, glaube ich, mit den Man of the Match-Karten. Aber ich glaube nicht, dass ich da alle habe. Danach kommen die Hattrick-Held-Karten. Und dann sind wir auch schon wieder, ja, was heißt wieder, ne? Fast am Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kovacic. Oder 19, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Da muss ich jetzt hier ein bisschen 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir die 26. Uff, mashallah. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Es gibt ja nur 27. Das heißt, die letzte Karte kommt dahin. Die 17. Jetzt habe ich fast überall gut Karten verteilt. 17. Dann haben wir hier die 14, 17, 16, 15, 14. Jan Oblak kommt noch auf dieser Seite hin, ja? Von Mason Greenwood dahinter. Isco Disco mit der 2. Dann haben wir die 8. Die 8. Der Kasper. Der Kasper Schmeichel. Von Leicester natürlich. Harry Maguire. Aber ich glaube, wenn ich das so sehe, könnten wir auch die Man of the Match Karten voll bekommen. Also was ich weiß, wir haben die Club 100 Karten safe nicht voll. Weil da gibt es ja, glaube ich, wie viele Club 100 Karten gibt es? 11, ne? Ja, ja, macht ja Sinn. Eine ganze Aufstellung gibt es immer. Obwohl, macht aus meiner Sicht wieder nicht mehr Sinn. Man könnte 18 machen, hätte man noch 7 quasi Auswechsel-Club 100 Karten. Weil dann würde man alle Club 100 Karten auf eine Seite hin machen. Oder? Macht mehr Sinn, ne? Als 11 Karten irgendwie wieder verteilt auf zwei Seiten. Sieht einfach für den Sammler doof aus. Klar, wenn man mit den Karten, wenn man die Karten nicht sortiert oder so, klar, dann ist es vollkommen okay. Aber wenn man halt Sammler ist und das ist auch ja, Sinn und Zweck, sage ich mal, die Karten ins Album halt einzusortieren, dann macht es halt einfach nicht so viel Sinn, wenn man da solche Karten auf zwei Seiten sortieren muss, ne? Leider. Bruno Fernandes, dann die 6. Zack. Kovacic doppelt. 26 habe ich auch schon einsortiert gehabt. Die 25 hier. Also es gibt fast... Ne, ich glaube, es gibt von jedem Verein 2, ne? Also es gibt nicht von jedem Verein Matchwinner-Karten, aber von dem Verein, die es gibt, davon gibt es dann 2. Die 11. Also zumindest sieht es derzeit so aus. Huch. Das war falsch. Ah! Da kommt er hin. So, gibt es von Leicester auch 2. Lesti, ja, Madison haben wir hier noch am Stadi. Axel Witzel, 15. 14, 15, da. Huch, jetzt wollte ich von oben einsortieren. Aber von Bayern gibt es nur eine, oder was? Ja, moin, was ist das denn hier? Von Bayern gibt es eine. 23. Halstenberg. Und dann nur ein paar Wart als Matchwinner. Also das ist frech. Das ist wirklich frech. 16, Gulagi. Gulagi, Gulagi, Gulagi. Okay, da hat man jetzt mitgedacht, sage ich mal, dass hier Leipzig nebeneinander ist. Aber
Dann hat man halt auch hier wieder nicht so mitgedacht, weil jetzt ist ein Ziel 2 Chelsea. Ach, keine Ahnung. Leute, was hier los ist. 5 habe ich schon, weil die erste Seite ist nämlich komplett. Es fehlt nur noch die 18. Die 18 ist hier. Mauro Icardi, Mittel. Dann fehlt noch die 27, jetzt nicht mehr, Klischee. Und die letzten 2 habe ich sie. Sakai. Ja, ich habe sie. Sehr geil. Leute, alle Man of the Match Karten habe ich. Wie geil ist das denn bitte schön? Hier, Hiroki Sakai. Letzte Karte. Zack. Die sind nochmal doppelt. Gouye und Mandanda. Alle Matchwinner-Karten am Start. Jetzt kommen die Hattrick-Helden. Wie viele gibt es davon? Hattrick-Helden gibt es. Habe ich die Taktikkarten eigentlich? Die Taktikkarten habe ich auch, okay. Ich habe gedacht, dass ich die irgendwie unterschlagen habe. Da gibt es nämlich 4. 5 gibt es jetzt hier. Bedeutet, ich sortiere hier die Taktikkarten ein, weil es gibt 4 Taktikkarten. Und übrigens diese Agentenkarte, die gibt es einmal in Holo und einmal nicht in Holo. Zack. Ich sortiere die einfach zweimal untereinander hin, weil die halt zweimal die Taktikkarte ist. Quasi 2 Taktikkarte und die 4. Taktikkarte habe ich leider noch nicht. Die würde dann hier unten hinkommen. Weil dann sortiere ich jetzt hier auf der nächsten Seite die Hattrick-Held-Karten ein. Wovon ich leider nur 3 verschiedene habe. Insgesamt gibt es aber 5. Es gibt nämlich noch ein Haaland und ein Serge Gnabry. Beide aber bis jetzt noch nicht am Start. 1. Ja, Leute, ich habe die 1. Die 3. Und auch die 5. Also genau die Mitte fehlt hier. Zack, zack. Gut, und dann kommen die Club 100 Karten. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, ja. Sortiere ich jetzt einfach so, dass ich da unten anfange. Und da habe ich beispielsweise Virgil van Dijk, Mikey. Der dann hier reinkommt. Und alle anderen kommen auf der anderen Seite, glaube ich, schon hin, ja. 4, 5, Marquinhos. 6, 7 ist Saul Niguez, den ich, ja, dreimal habe. Und Messi habe ich auch doppelt. Läuft bei uns. 8, 9. Club 100 Karten gibt es dann noch einen Alisson Becker, einen Kevin De Bruyne, einen Alaba, einen De Jong, einen Pogba, einen Haaland und einen Mbappé. Und die cleveren Füchse unter euch fragen sich jetzt, Dönitz, was ist mit den... Was ist mit Ronaldo? Ronaldo gibt's nicht, weil keine italienischen Clubs. Absolut belastend, ich weiß. Und hier sind noch einige Folien. Sehr gut, da hat man auf jeden Fall nicht gespart. Und es gibt ja immer Gold, Silber, Bronze. Jetzt muss ich aufpassen. Gold, Silber, Bronze gibt es, glaube ich, auch von allen. Ne? Außer von Werner. Aber Werner ist, habe ich noch nicht so. Gold, Silber, Bronze bedeutet Firmino. Kommt hier oben als Goldene hin. Gucken, wie viele ich dieses Jahr bekomme von Gold, Silber, Bronze. Gold Firmino auf jeden Fall. Dann die 2 ist Messi. Kommt denn da runter hin? Also ich mache es in einer Reihe Gold, Silber, Bronze. Ich denke mal, macht ja auch Sinn. So, dann die 5. 2, 3, 4, 5. Joao Felix ist aber dann der erste, weil es die Bronze ist. Dann Gold, Gold Hazard. Und 7, 8, Bronze, Mbappé. So, dann gibt es noch einen Haaland, dann gibt es einen Kanté und dann gibt es einen Werner. So, bedeutet, ich kann die, diese Superstars hier, die ja in, im Starterpack, glaube ich, drin waren, ne? Hier auf der nächsten Seite einfach anfangen. Ich glaube, da ist auch wieder nicht so geil gemacht, weil davon gibt es, ja, 15. 7, 1, 2, 3, ja, der kommt denn dahin, weil das ist Alaba, das ist die 4, dann haben wir hier die 8, wieso sind die denn durcheinander, habe ich die im Unboxing so durcheinander gebracht, Casemiro 6, dann die Nummer 3, ah, geh rein. Ich
zeige euch die Seite natürlich gleich noch von vorn. 5. Ne, es gibt's. Hä? Ah ne, es gibt 12 von den Superstars. Aber macht genauso wenig Sinn. Hier die 2 ist Pulisic da oben. Weil wir hören ja jetzt genau da auf. Obwohl, das geht noch. Das geht sogar noch. 12 hier Marco Boisinelli. 10. Schlimmer wäre es, wenn man hier aufhört, so in einer neuen Reihe. Aber so geht es ja noch klar. Aus meiner Sicht. So, dann kommen hier die Icons und davon gibt es 15. Und die muss ich alle so rückwärts quasi aufnehmen. Manuel Neuer. Dann habe ich die in der Reihenfolge. Marcelo. Ich sortiere die jetzt halt auch einfach ein. Dann Jimenez. Die anderen Tindosen gibt es übrigens noch. Es gibt ja verschiedene Tindosen. Die Karten werde ich dann natürlich dann auch einsortieren, wenn ich die Tindosen dann ausgepackt habe. Früher oder später. Das ist natürlich jetzt nicht das letzte Mappen-Update, aber schon eines, ein sehr großes. Ist ja auch das Riesen-Mappen-Update hier heute, ne? Das ist klar. Zack. Ich hoffe mal, dass die jetzt einfach in der richtigen Reihenfolge sind. Ich checke es gleich natürlich nochmal. Und so wie ich mich kenne, wahrscheinlich ein, zwei Karten falsch und ich muss nochmal alle Karten raus fummeln hier. Aber ich hoffe nicht. So. Oh, das ist aber gut. Wenn da hinten, wenn die da aufhört, dann ist das sogar gut. Weil dann hört es auf einer Seite auf. 15. Doch, das ist gut. Jungs, das ist gut. Das ist gut. Aber von den anderen gibt es halt auch 15. Dann ist es wieder Mist. Aber wir haben noch genügend Seiten hier frei für die kommenden Tindosen und so weiter und so fort. Das war jetzt ein riesen Mappen-Update. Und das ja, Wort Riesen kommt hier richtig zum Ausdruck, weil es ist wirklich ein riesen Mappen-Update. Ein riesen Mappen-Update. So ein Ding ist das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe alle meine Champions League-Karten einsortiert, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich setze mich jetzt 3 Tage in die Eistonne. Haut rein und tschüssi.